Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Swobo und ich begrüße euch hier recht herzlich aus dem Allgäu. Der Startpunkt hier zu meinem E-Bike-Abenteuer Allgäu, nenne ich das jetzt erstmal die ersten Tage, hier am Campingplatz Öschlesee im Landkreis Kempten müsste das sein. Und am ersten Tag habe ich mir jetzt vorgenommen, Richtung Füssen zu radeln. Und der Tag ist auch schon ein bisschen weit fortgeschritten. Es ist Mittag, wo es losgeht. Wir hatten ja bis vor 5 Minuten noch unser Electric Devils Community-Treffen hier auf dem Campingplatz. Und jetzt radle ich halt alleine weiter und freue mich, dass ihr mich auf meiner Tour hier begleitet. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was ich euch da zeigen kann und was ich da so die nächsten Tage erleben werde. Also, los geht's. I never got it, what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. Wenn eine Tour in so einer Postkarten-Idylle startet, was kann da noch schief gehen? Ja, herzlich willkommen hier bei Kilometer 4. Gute halbe Stunde hat es gedauert, die 4 Kilometer. Ich durfte erstmal hier 13% Steigung, guten Kilometer hochradeln, weil man damit der Aussicht belohnt wird. Brauche ich gar nicht kommentieren. Jetzt geht es weiter und ich fahre natürlich im Tourmodus, höher schalte ich nicht, damit ich noch ordentlich Energie spare. Gut, 60 Kilometer soll es ja heute werden. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen mit dem ganzen Gepäck bei der Topografie, bei dem Gelände hier. Wie weit komme ich da überhaupt mit dem Akku? Da fehlen mir ja auch irgendwo die Erfahrungswerte. Und alle, die die Electric Devils Community Tour gesehen haben, haben jetzt so ein kleines Déjà-vu. Ein Teil der Strecke, nämlich den Anfang hier, sind wir da auch geradelt. Ja, da lobe ich mir doch jetzt hier. Ein schöner Radweg. Und einfach nur rollen lassen. Peterstal, Kreis Oberallgäu. Oh, nicht schlecht hier das Puppenkabinett hier auf dem Zaun. Ja, und hier in Oi bin ich ganz dankbar, dass ich meine Trinkflasche an dem Brunnen hier auffüllen durfte und dass sogar die Kapelle auf ist und ich da noch einen Blick reinwerfen konnte.
bei Kilometer 18 wird hier der erste Campingplatz angeboten heute. Jetzt 13 Uhr. Nein. Einen schaffe ich noch. Und hier ein kurzer Blick auf Nesselwang. Ja, noch mal lieber ausklicken. Nach jetzt 20 Kilometern ist der erste Balken hier in der Akkuanzeige verschwunden. Ich habe ja 5 beim Performance Line CX Motor mit dem YouTube Display und ich habe einen 630 Wattstunden Akku. Und wie gesagt, der erste Balken ist verschwunden. 400 Höhenmeter, 20 Kilometer Strecke. Das finde ich okay. Ne? Also wie gesagt, heute 60 Kilometer, wenn ich wirklich bis zu dem Campingplatz komme, den ich geplant habe, muss ich mal schauen. Der Himmel zieht sich so ein bisschen zu. Gefällt mir eigentlich gerade ganz gut, dass die Sonne nicht so runterbrezelt. Aber wenn es richtig nass wird, dann habe ich auch nicht unbedingt Spaß, noch 40 Kilometer im Regen zu fahren. Oder vielleicht doch. Wir schauen mal. Und da hinten die Berggipfel noch ein bisschen im Sonnenschein. Hier schon ein bisschen diesiger. Und so langsam fängt es an zu tröpfeln. Fronten-Rehbichel, mittlerweile dann Kreis Ostallgäu. Ja, Freunde, und offensichtlich ist hier gerade richtig ein Schauer runtergekommen. Ich habe überhaupt nichts abgekriegt. Und was sagt uns das? Genau die richtige Startzeit am Campingplatz. Wenn ich früher losgefahren wäre, wäre ich jetzt pitschnass geworden. Oh je, Matsche. Da ist noch immer treten, 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 dann ist stabiler. Nicht aufhören zu treten. Und ich glaube, der Himmel fängt gleich doch an zu weinen. Mal ein bisschen Gas geben. Wenigstens eine Bushaltestelle finden. Ja, eine Bushaltestelle habe ich jetzt nicht gefunden, aber diese Remise hier ist ja noch viel besser, viel größer. Und jedenfalls schon mal ein erster Test jetzt hier für meine neue Regenjacke, hält ordentlich dicht. Ist ja auch nur Schauer, das hört auch gleich wieder auf. Da hinten wird das schon wieder hell. Ich muss ja irgendwie in die Richtung.
wie heißt das noch so schön, wenn Engel reisen, die Sonne kommt wieder raus, dann kann man die herrliche Umgebung hier wirklich genießen. Wahnsinn. Als es angefangen hat zu regnen vorhin, wurde es auch richtig ein bisschen kühl, ein bisschen frisch, windig. Und jetzt, wo die Sonne scheint, kann ich direkt die Regenjacke wieder ausziehen. Die habe ich ja, wie gesagt, nagelneu von Gonzo. Hier ist die Marke. Und ja, ist dicht. Habe ich ja gerade schon festgestellt. War nicht anders zu erwarten, ist eine wasserdichte Regenjacke. Nicht nur wasserabweisend. Und von daher erstmal alles richtig gemacht. Ne? Meine grüne Froschjacke hat es nicht mehr getan. Die wurde jetzt schon 5 und ich habe festgestellt, auch mit neuem Imprägnieren, mit Imprägnierwaschmittel, dass da doch immer gerade an Armen auch Feuchtigkeit durchgekommen ist. Darum bin ich jetzt ganz happy, dass ich diese hier habe. So, natürlich griffbereit ganz nach oben packen, dass ich da schnell wieder dran komme. Ups. Mittlerweile Kilometer 42, ich habe gerade so Füssen gestreift und Füssen ist ja bekannt für die Sehenswürdigkeit überhaupt in Deutschland, hätte ich fast gesagt, wo jeder Tourist aus Asien bestimmt das als auf Pflichtprogramm hat, nämlich da hinten, in der Ferne kann man es erahnen, das Schloss Neuschwanstein. Und ich radel jetzt mal weiter zum Campingplatz, weil der Himmel zieht sich schon mal so ein bisschen zu. Und ich habe es ja gerade schon gelernt, das geht hier ganz schnell. Es gibt keine große Vorankündigung. Und dann sind die Sachen nass. Also weiter geht's. Natürlich schon beeindruckend. Ne? So ein bisschen Sonne aufs Schloss Neuschwanstein, hier vorne der Forgensee. Hat was. Was mir gerade so auffällt, es ist der Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, eine herrliche Gegend hier, auch ja eine beschriebene Radroute, jetzt hier irgendwie wie kein Single-Trail oder sonst was, aber es sind kaum Leute unterwegs, ne? Also irgendwie so Touristen wie mich jetzt hier, Radtouristen, schon gar nicht gesehen, aber auch sonst, ne? Ich hätte jetzt gedacht, hier bei uns im Münsterland irgendwie so ein See wäre, man muss den Aasee in der Stadt sonst, da ist sonntags immer die Hölle los. Oder ich bin einfach nicht da am Place to be, ne? Dass die alle da sind, wo es noch schöner ist. Kann ja sein. Thank you.
Kilometer 50. Und herzlich willkommen in Dietringen, Gemeinde Rieden am Forgensee, Kreis Ostallgäu. Mit einer schönen Aussicht. Und ich habe so das Gefühl, dass ich genau in Richtung schlechtes Wetter fahre. Und erstmal habe ich das Gefühl, dass ich mich verfahren habe. Aber so haben wir nochmal einen schönen Blick hier. Dann mit dem falschen Abbiegen auf die Alpen. Das war herrlich, ey. Wahnsinn, ne, die Farbe. Wie man hier schön sehen kann, sind da so einige auch sehr bekannte Radrouten, die hier lang führen, wie ja Claudia Augusta zum Beispiel. Oder hier auch die Radrunde Allgäu. Und ich fahre jetzt weiter hier Richtung Campingplatz und mein Campingplatz heute Nacht, der heißt auch Via Claudia Augusta. Den letzten Kilometer scheine ich hier auf so einer alten Bahntrasse unterwegs zu sein. Ich flüchte jedenfalls vor der Regenwolke. Da ist sie. Sind noch ungefähr 8-9 Kilometer. Ja, Freunde, nach 64 Kilometern jetzt hier und, mal genau gucken, ich glaube 700 Höhenmetern ist das heutige Etappenziel. Der Campingplatz Via Claudia hier am Foggernsee. Hier muss man eben gucken. Rezeption. Also Platz scheint ja noch zu sein. Und ich denke, dann werden sie auch noch irgendwo Platz für mein kleines Zelt haben und den kleinen Swobo. Mit dem großen Hunger und dem großen Durst.
mittlerweile 17 Uhr. Ich habe mich gerade in der Rezeption hier angemeldet. Bis 18 Uhr ist die Rezeption hier täglich geöffnet. Die haben 3 Zeltwiesen und ich durfte mal eine aussuchen. Ich bin nämlich der einzige Gast hier auf dieser Zeltwiese. Auf der zweiten Zeltwiese ist noch einer und die andere ist auch noch leer. finde ich schon interessant. Ne? Ich meine, Mai, okay, da kann es auch mal ein bisschen kühler sein, regnerisch auch. Aber so kalt ist es jetzt ja auch nicht im Mai. Und warum die so wenig Leute unterwegs sind, ich kann es mir nicht erklären. Aber ich genieße das natürlich, dass ich hier freie Platzwahl habe und mit meinem Geschnarre heute Nacht auch niemanden störe. Und jetzt schaue ich mal, ob ich vernünftig gepackt habe. Ich habe 16,40 Euro bezahlt jetzt für das Ganze mit Strom. Und der erfahrene Camping-Radreisende packt ja sinnvoll seine Tasche. Vor allem hier den großen Sack, den ich hinten auf dem Gepäckträger ganz damit rumgefahren habe. Und das Wichtigste, was man natürlich als allererstes braucht, wenn man auf dem Campingplatz ankommt, ist natürlich der Faltsessel. Ich habe mir für meinen Faltsessel übrigens hier so diese Original Hedinox, wie nennt man das, Fußvergrößerer, Tennisbälle, wie auch immer, besorgt, damit man in so weichen Boden nicht einsinkt. Das ist ja auch mal so ein Problem. Wenn man der leckere Devils Wochenende die letzten beiden Tage ja auch gemerkt. So, Faltsessel ist aufgebraucht und wofür braucht man den Faltsessel? Natürlich, damit man in Ruhe sein Zeltaufbaubierchen genießen kann. In diesem Fall hier ein Zöttlerbier, das Kellerbier Naturtrüb. Und weil ich keinen Flaschenöffner dabei habe, habe ich mich entschlossen, mir noch ein zweites zu kaufen. Das ist dann das Bayerisch Hell. Und das gönne ich mir, glaube ich, jetzt auch als erstes als Zeltaufbaubierchen hier nach den 64 Kilometern Tagesetappe vom Öschlesee hier rüber zum, es müsste doch der Voggernsee sein, ne? Ich bin ja nie so ortskundig. Jedenfalls auf dem Campingplatz Via Claudia. Also, Prost. Das Zelt habe ich jetzt aufgebaut. Der erste Regenschauer ist auch schon drüber hergezogen. Alles dicht, alles nach rechts hatte ich reingerümpelt bekommen. Waschhaus ist direkt hier auf der anderen Seite. Eine freie Platzwahl hat, dann sucht man sich natürlich strategischen, günstigen Platz. Es gibt auch ein Restaurant, da geht auch lecker was essen. Und dann würde ich sagen, sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Teil. Ich fahre morgen weiter. Das ist dann der Teil 2 von meiner Tour hier. E-Bike-Abenteuer, Allgäu, E-Bike-Abenteuer, Bayern, wie auch immer. Irgendwie muss ich wieder nach Hause kommen und ich habe halt nur das Fahrrad dabei. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr dann weiter dabei bleibt und auch den nächsten Teil mit mir schaut. Bis dahin, euer Swobo. Ciao.
Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum Start meiner Radreise von Süddeutschland. Nein, aus, hast du nicht gesehen. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu meinem E-Bike-Abenteuer Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu meinem Ich muss mal aufs Bild gehen, ich weiß nicht wohin. Komm nicht rauf. Ja, mit der Tasche hinten drauf ist schwierig, ey. Das war auch ein Problem, wenn wir auch raussteigen. Aber das ist der Grund, da kommt so viel das Bein rein. Ja, hier in Oi bin ich ganz dankbar, dass ich hier meine Trinkflasche auffüllen konnte an dem Brunnen. Und das mit der Motorradfahrer durch den Schott fährt. Dankeschön. Das Auto auch noch eben. Das könnte auch wieder ins Bild laufen. Ja, was ist hier immer? So, einen warten wir noch ab. Aber wahrscheinlich wird das hier nie aufhören, ne? Hier ist immer so viel los. Da macht Warten keinen Sinn. Ja, und hier in Oi bin ich ganz dankbar, dass ich meine Trinkflasche an dem Brunnen auffülle. Und es sogar die Kapelle auf ist und ich da noch einen Blick reinwerfen konnte.